Hallo und mal wieder recht herzlich willkommen zu Behind Omaha Spielfiguren. Heute gibt es einen britischen Panzer und zwar einen Infanteriepanzer, den Mark II Matilda. Schon während noch die Prototypen des Matildas I getestet wurden, wurde dem britischen Generalstab klar, dass sie ein besseres Fahrzeug für die Rolle eines Infanteriepanzers brauchten. Man vergab daher den Auftrag, einen neuen Kampfpanzer zu entwickeln. Das Ergebnis war der Matilda II, dessen Prototyp 1938 vorgestellt wurde. Das Fahrzeug war für seine Zeit ungemein schwer gepanzert und hatte eine 2-Fünder-Kanone und ein Koaxial-MG im Turm. Obgleich immer noch nicht besonders schnell, war die Geschwindigkeit doch doppelt so hoch wie bei Matilda I. Problematisch war allerdings die Bauweise aus Gussstahl. Da der Bau nicht nur an üblichen Werken, sondern Gießereien und Lokomotivfirmen vergeben werden musste, die nicht viel Erfahrung im Bau von Kampfpanzern hatte und daher nie die benötigten Produktionsmengen erreichen konnten. 1940 waren in Frankreich daher nur 2 Dutzend Matilda II im Einsatz. Diese allerdings bereitete den deutschen Truppen große Probleme. Ihre Panzerung war für deutsche Panzer und Panzerabwehrgeschütze undurchdringlich. Nur die 8-8 Flak hatte eine Chance, die Panzerung zu durchschlagen. Die 2-Fünder des Matildas durchschlug im Gegenzug jede Panzerung der feindlichen Fahrzeuge. Auch in Nordafrika erzielten die Matildas große Erfolge gegen die Italiener. Der Panzer erwarb sich den Beinamen Queen of the Desert. Als Mitte 1941 Rommels Afrika-Korps in Libyen auftauchte und die 8-8-Flak zum Einsatz kam, wendete sich das Platz allerdings. Seinen letzten Einsatz als Kampfpanzer fuhr der Matilda in Nordafrika bei der Schlacht um El Alamein im Juni 1942. Danach wurden die verbliebenen Matildas für Spezialaufgaben wie zum Beispiel Minenräume umgerüstet. Die Sowjetunion erhielt im Zuge des Leih- und Pachtabkommens bis Mitte 1943 gut 1000 der insgesamt fast 3000 gebauten Matilda II, die eine wichtige Rolle an der Ostfront spielten. Soviel zu den geschichtlichen Daten. Kommen wir zu den Werten. Der Matilda Mark II zählt zu den mittleren Panzern. Er kann sich 20 cm weit bewegen und seine 2-Fünder-Kanone kann 50 cm weit schießen. Kommen wir zu den Panzerungswerten. Die sind gar nicht mal so schlecht. In der Front hat er eine 8, an der Seite und hinten hat er eine 7 und oben und unten hat er eine 3. Dieser Panzer war ja bereits in Frankreich dabei und das sieht man auch im Spiel. Man kann ihn Early, Middle und Late spielen, wobei Late historisch gesehen eigentlich gar nicht mehr passt. Was haltet ihr von Matilda Mark II? Ist es eine sinnvolle Einheit für Early, Middle noch zu gebrauchen und über Late, denke ich, brauchen wir hier auch nicht mehr zu sprechen? Ich bin gespannt auf euer Feedback und sage mal bis zum nächsten Mal bei Behind Omaha Spielfiguren.